Hallo und herzlich willkommen aus Leipzig, aus einem sehr sonnigen Leipzig heute. Manch ein Amateurfußballer würde wohl gerne auf die Plätze rauf, aber wie wir wissen, ist das ja seit dem 2. November erstmal nicht mehr nötig, obwohl seit letzten Mittwoch ja beschlossen wurde. Es gibt die ersten Öffnungen. Theoretisch dürften heute Kinder in 20er-Gruppen bis 14 Jahre auf den Platz und Individualsport mit 2 Haushalten ist wohl auch wieder zulässig, aber natürlich variiert das wieder zwischen den Ländern. Wir kennen es ja bereits. Aber der DFB, der sorgt sich natürlich auch, obwohl jetzt wieder gelockert wird, um seine Vereine, um seine Mitglieder und hat eine Umfrage durchgeführt. 100.000 Leute haben daran teilgenommen. Die Fragen waren, wie sind die Sorgen, wie groß sind sie, wie sehen sie aus, wie groß ist auch die Sehnsucht, auf den Platz wieder zurückzukehren. Und der DFB, der hält da gleich eine Pressekonferenz, in der das Ganze die Ergebnisse uns präsentiert. Aus Frankfurt am Main melden sich dann Fritz Keller, der DFB-Präsident, und Rainer Koch, der Vizepräsident für die Amateure zuständig. Und wir sind schon ganz gespannt und sehen im Hintergrund ja auch schon das Logo des Deutschen Fußballbundes, was uns dann da wohl gleich erwartet. Und noch passiert sich nichts. Oder doch, jetzt schalten wir rüber und wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei und melden uns dann auch wieder und haben einen Gast da, Hermann Winkler, den NOFV-Präsidenten. Mit dem werden wir es dann alles einordnen, das Ergebnis, und schalten jetzt aber erstmal rüber nach Frankfurt am Main. Viel Spaß dabei. Schöpfung von 13,9 Milliarden Euro jährlich. Doch, wie geht es dem Amateurfußball in der Pandemie? Wir haben nachgefragt. Der DFB hat eine bundesweite Online-Umfrage durchgeführt und mehr als 100.000 Menschen haben daran teilgenommen. Das zeigt, wie sehr das Thema bewegt. Über die Ergebnisse der Umfrage und über die Situation im Amateurfußball wollen wir jetzt sprechen. Und zwar mit DFB-Präsident Fritz Keller, mit Dr. Rainer Koch, dem zuständigen Vizepräsidenten im DFB für die Amateure, und mit Leon Ries. Er ist Abteilungsleiter im DFB für Basisberatung und Entwicklung. Die eröffnenden Statements gehören dem Präsidenten und Vizepräsidenten. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf den großen Zuspruch, den wir heute mit diesem Thema haben. Und das ist auch ein Zeichen für unsere Fußballspielerinnen und Fußballer, die eben nicht auf die Plätze dürfen. Also mehr als 100.000 Menschen haben sich an unserer Umfrage beteiligt. Also das ist nicht nur repräsentativ, das ist ein klares Statement. Die Zahlen beweisen, unsere Fußballspielerinnen wollen zurück auf den Platz. Die Sehnsucht nach dem Fußball, nach den Vereinen, nach dem gesellschaftlichen Leben ist riesig. Und endlich sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Sport im Freien ist mit Einschränkungen endlich wieder erlaubt. Endlich wird mehr getestet und die Tests werden bezahlt. Wir haben schon im vergangenen Jahr die Logistik und die Infrastruktur des Fußballs angeboten, um das Gesundheitswesen zu entlasten. In jedem Verein gibt es Menschen mit medizinischen Kenntnissen. Sie können mit den Schnelltests umgehen, die heute schon verfügbar sind. So können wir auch helfen, dass Kinder wieder ohne Risiko in die Schule können. Der organisierte Fußball kann, wenn er darf, zur Normalisierung beitragen. Unsere Hygienekonzepte funktionieren, das haben wir schon im vergangenen Sommer gesehen. Wissenschaftler von der Universität Basel und des Saarlands haben nachgewiesen, dass das Infektionsrisiko während des Fußballspielens sehr, sehr gering ist. Mehr als 780 Spiele und Trainingseinheiten in dieser Zeit des letzten Sommers aus Profiligen und dem Amateurbereich mit mindestens einem Covid-19-verdächtigen Spieler oder Spielerin wurden untersucht. Nur in einem einzigen Fall, in einem einzelnen Spiel, wurde eine Infektion nicht gänzlich ausgeschlossen. Offenbar liegt die Hauptquelle für Infektionen außerhalb des Platzes. Darauf müssen wir achten.
Fußball ist eine Sportart mit wenig und sehr kurzfristigen und kurzzeitigen Kontakten und damit keine Kontaktsportart. Fußball wird noch dazu an der frischen Luft gespielt, was zum geringen Infektionsrisiko beiträgt. Wir haben unlängst, wie schon eben im Eingangsstatement berichtet, die Sozialrendite gezeigt. Mit 13,9 Milliarden beträgt die soziale und ökonomische Wertschöpfung des Amateurfußballs unterhalb der ersten, zweiten und dritten Liga und unterhalb der Frauenbundesliga. Alleine 5,6 Milliarden Euro werden allein im öffentlichen Gesundheitssystem dadurch eingespart. In Verbindung mit dem Nachverfolgungs-App, wie zum Beispiel der DFB-Amateur-App, können nicht nur Trainings- und Spielbetrieb wieder ermöglicht werden, sondern auch eine Rückkehr auf die Tribünen und die Seitenlinie unserer Amateure in einem weiteren Schritt. Spätestens, wenn die Außengastronomie wieder öffnen darf, muss es möglich sein, dass auch wieder Amateurspiele besucht werden können. Das Bündnis Kontaktmanagement, dem neben DFB und DFL auch Vertreter aus den Bereichen Industrie, Event, Kultur und Gastronomie angehören, sammeln derzeit unterschiedliche Apps und Entwicklungen ein und entwickeln einen Vorschlag für die Politik für die digitale Nachverfolgung. Mit Blick auf die Apps und die Strategie umfassender, kostenloser Selbst- und Schnelltests erhoffen wir uns von der Politik nun weitere Öffnungen für den Sport und für die Gesellschaft. Durch Impfungen und Tests werden wir einen großen Schritt Richtung Normalität gehen. Wir wollen alles tun, um die Freude am Fußball zurückzuholen. Grundsätzlich gilt natürlich selbstverständlich weiterhin die Hygienemaßnahmen konsequent umzusetzen. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser für den deutschen Amateurfußball sehr wichtigen Pressekonferenz. Über viele Monate hinweg haben wir in Deutschland fast ausschließlich über den Profifußball gesprochen. Das war wichtig und das war richtig. Der Amateurfußball hat sich während des gesamten letzten Jahres solidarisch gezeigt und sich offen dazu bekannt, dass Profifußball in den Bundesligen weiter stattfinden kann, obwohl den fast 25.000 deutschen Fußballvereinen ihr Spiel verboten worden ist. Berufsausübung ist etwas anderes als Freizeitgestaltung. Heute, im März 2021, ist nun aber der Zeitpunkt gekommen, an dem auch der Amateurfußball seine Stimme laut und hörbar erheben muss. Meine Damen und Herren, der Amateurfußball lebt. Er lebt noch immer und er erweist sich in dieser zuvor so nicht gekannten Krise als besonders widerstandsfähig. Er zeigt sein ausgeprägtes Kämpferherz, das unterstreichen die Umfrageergebnisse, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Das an vielen Stellen in den letzten Monaten hier und da prognostizierte Untergangsszenario für den Amateurfußball gibt es nicht. Noch nicht, muss ich sagen. Klar ist aber auch, der Basisfußball ist gezeichnet von der Corona-Krise und es wird von Woche zu Woche schlimmer. Die Situation spitzt sich zu. Auch das zeigt unsere Umfrage und ihre Ergebnisse klar auf. Aus Kratzern werden Wunden. Der Patient Amateurfußball, er liegt noch nicht auf der Intensivstation, aber er braucht jetzt dringend Fürsorge, Behandlung und Unterstützung. Der Amateurfußball sitzt im Wartezimmer der Politik. Sein Zustand verschlechtert sich jede Woche. Wir alle, vor allem aber die Regierenden in Bund und in den Ländern, müssen jetzt verstehen, dass der Fußball, der Amateurfußball, so schnell wie möglich wieder zurück auf die vielen tausend Sportplätze muss. Fußball in Deutschland ist viel mehr als knapp 40 Profispiele wöchentlich. Fußball ist viel mehr als die inzwischen fast tägliche Fernsehshow mit Zuschauern nur noch vor dem TV. Fußball in Deutschland, das sind im Normalfall rund 70.000 Spiele wöchentlich, überall im Land, in jeder Stadt, in fast jedem Dorf. Und das sind dann an jedem Wochenende auch über 5 Millionen Menschen, 5 bis 6 Mal so viele Menschen auf den Amateurfußballplätzen als in den Stadien der Bundesligen.
Diese große Bedeutung des Amateursports und insbesondere des Amateurfußballs wird viel zu oft übersehen. Sie wird mit dem immensen und gesellschaftlich extrem wichtigen ehrenamtlichen Engagement viel zu wenig gewürdigt und ebenso wenig ausreichend anerkannt. Der ehrenamtlich organisierte und gemeinnützige Amateurfußball darf jetzt aber nicht vergessen werden in einer Zeit, in der fast nur noch von professionellem und kommerziellen Sport die Rede ist. Der Amateurfußball ist kein pandemisches Problem, sondern er ist fester Teil der Lösung und damit gut für unser Land. Amateursport hilft der Politik, denn er gibt den Menschen einen großen Teil der seit Monaten so schmerzlich vermissten Lebensfreude zurück und unterstützt mit seinen detaillierten Hygienekonzepten und Vorsichtsmaßnahmen die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Wir Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer, wir sind weder Corona-Leugner, noch fordern wir die vollständige Aufhebung aller Lockdown-Vorgaben. Wir glauben aber, dass wir organisiert und mit Bedacht attraktive Sportangebote machen und insbesondere die jungen Menschen von unvernünftigen Massenansammlungen abhalten können. Wir wollen, dass die Menschen vorsichtig zum sozialen Miteinander zurückkehren können. Wir haben dazu die richtigen Angebote. Die fast 25.000 deutschen Fußballvereine haben im letzten Jahr nachhaltig bewiesen, und die Umfrage bestätigt es auch noch einmal zweifelsfrei, dass sie sehr vernünftig mit den Gefahren des Coronavirus umgehen können, dass sie die vom DFB und den Landesverbänden entwickelten Hygienekonzepte strikt einhalten, dass sie außerhalb des Platzes alles dafür tun, um Kontakte zu vermeiden. Und auf dem Platz, das belegen zahllose wissenschaftliche Veröffentlichungen seit Monaten, auf dem Platz stellt Fußballspiel kein merkliches Infektionsrisiko dar. Der eingeschlagene Kurs, sich für weitere Lockerungen stark zu machen, ist richtig. Die Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer wollen es mit überragenden Mehrheit. Die 25.000 deutschen Fußballvereine fordern es und die Landesverbände und der DFB sind dabei eng an ihrer Seite. Meine Damen und Herren, die Diagnose haben wir und wir haben das Rezept. Der Ball muss wieder rollen und zwar auf den Sportplätzen der Vereine, organisiert von Vereinen und Verbänden. Dann bieten wir den Menschen attraktive Angebote zur Freizeitgestaltung. Wir halten sie von wilden und unvernünftigen Feiern ab. Wir sind bereit, mitzuhelfen, das Virus in Schach zu halten. Und ich wiederhole mich, wenn ich klipp und klar feststelle, wir Fußballer sind Teil der Lösung und wir sind gewiss nicht Teil des Problems. Und deshalb wollen wir zurück auf den Platz. Jetzt sofort zum kontrollierten Training unter Einhaltung von Regeln und so schnell wie möglich wieder zurück zum Wettkampfspiel. Die Umfrage ist jetzt mehrfach angesprochen worden. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse, Leon? Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Dann habe ich die Ehre, Ihnen die Ergebnisse unserer Umfrage vorzustellen und will gleich auch mal auf die ersten Zahlen eingehen. Es wurde auch schon angesprochen, wir haben über 100.000 TeilnehmerInnen gehabt bei dieser Umfrage. Ein sensationeller Wert aus unserer Sicht, auch wenn man bedenkt, dass wir eben gerade einmal 8 Tage lang diese Umfrage haben laufen lassen und wirklich hier bundesweit haben Rückmeldungen erzielen können. Wir haben, das sieht man hier auf dem Chart, auch was das Alter angeht, eine recht heterogene Gruppe dabei. Das heißt, wir haben wirklich über alle Altersschichten hinweg Rückmeldungen erhalten zu unseren Fragen und sind insofern also auch breit aufgestellt. Das zeigt sich auch noch einmal, wenn wir auf dem nächsten Chart dann sehen, welche Zielgruppen im Amateurfußball denn hier mitgemacht haben. Klarer Fokus, SpielerInnen waren sehr aktiv bei dieser Umfrage mit 40%. Aber wir sind auch sehr froh, dass wir einen Großteil an Eltern hier erreicht haben, da der Kinder- und Jugendfußball uns wirklich sehr am Herzen liegt und wir ja auch darum bemüht sind, dass die Kinder und Jugendliche wieder kicken können, ist es für uns einfach ganz wichtig, hier auch die Rückmeldung der Eltern einzuholen. Die ersten Ergebnisse möchte ich einmal vorstellen. Und zwar haben wir gefragt, ob denn die SpielerInnen und die Menschen im Amateurfußball den Fußball überhaupt vermissen. Wir haben jetzt fast ein Jahr Lockdown und sind einfach derzeit in der Situation, wo vielleicht der Fußball bei dem einen oder anderen auch in Vergessenheit geraten ist und vielleicht auch der Alltag so gestaltet werden kann, dass Fußball keine Rolle mehr spielt. Und dem ist eben nicht so. Hier sagen wirklich sensationelle 98%, dass sie den Amateurfußball vermissen. Und wenn wir uns dann anschauen, was sie vermissen, dann möchte
möchte ich wiederholen, was Herr Koch gerade gesagt hat und auch was Herr Keller unterstrichen hat, dass Fußball mehr ist. Und das sehen Sie hier an dem Wert Gemeinschaft, der allen fehlt. Die 5 bis 6 Millionen, die Wochenende für Wochenende in unseren Fußballvereinen unterwegs sind, denen fehlt ein ganz zentraler Punkt in ihrem Leben. Und das ist eben dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das scheint uns zumindest gerade in diesen Zeiten auch umso wichtiger, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, das zu erleben. An zweiter Stelle haben die Umfrageteilnehmerin genannt, dass das Fußballspielen vermisst wird. Also wirklich das auf den Platz gehen, das Kicken miteinander. Und das können wir natürlich auch sehr gut nachvollziehen, weil nicht jeder ist unbedingt bereit, eine Runde joggen zu gehen, sondern da muss eben der Ball am Fuß sein, damit man sich bewegt. Und da müssen auch im Idealfall eben die Freunde dabei sein. Und bei den Zahlen ist es hier auch so, dass insbesondere die Eltern und die jugendlichen SpielerInnen uns hier angegeben haben, dass sie wieder Fußball spielen wollen. Aber nur weil man etwas vermisst, heißt es noch nicht, dass man zurückgeht wieder auf den Platz oder beziehungsweise auch wieder die Aktivität startet. Aber auch hier zeigt sich ein äußerst positives Bild. Alle Zielgruppen haben hier sensationelle Ergebnisse uns hier mitgegeben. Alle wollen zurück auf den Platz, wollen sich wieder einbringen in den Vereinen. Und auch hier möchte ich den Fokus nochmal auf die Eltern legen. Mit Rückmeldung von 97%, die sagen, unsere Kinder kommen wieder zurück, die wollen spielen, die kommen in die Vereine zurück. Und das beschwichtigt vielleicht auch hier und dort ein paar Bedenken, die natürlich viele Vereinsvertreter auch haben, die sagen, kommen denn die Kinder wieder? Hier können wir zumindest anhand unserer Umfrage sagen, sie kommen wieder. Auch wenn man sich anschaut, bei den TrainerInnen und SpielerInnen ist es so, dass eine große Mehrheit auch hier, die im Jugendfußball tätig sind, auch sagen, sie kommen zurück, auch noch mehr als die Prozentzahl, die Sie hier auf diesem Chart eingeblendet sehen. Die Rückkehr ist aber nicht bedingungslos, sondern knüpft sich auch ein paar Voraussetzungen, die der Fußball erbringen muss. Und da geht es unter anderem darum, dass ein Hygienekonzept beim Verein vorhanden sein muss. Das heißt, die Eltern, die Spieler, die TrainerInnen, die Funktionäre in den Vereinen erwarten auch, dass da ein Hygienekonzept vorherrscht, das greift und das auch eine gewisse Art von Sicherheit den Menschen dort zukommen lässt. Wir haben im letzten Jahr mit unserem Hygienekonzept zurück ins Spiel ein Konzept dargelegt, das wir aktuell auch überarbeiten und Ende der Woche oder Anfang nächster Woche dann auch wieder über unsere Landesverbände an unsere Vereine weitergeben möchten, sodass dort auch gewisse Planungssicherheit herrscht. Planungssicherheit brauchen auch unsere Vereinsmitglieder im Bereich eines festen Stufenplans. Wann darf ich trainieren? Wann darf ich wieder in den Spielbetrieb einsteigen? Hier ist einfach ein großer Wunsch, dass ein fester Plan besteht. Und genau darum sind wir auch derzeit bemüht. Und die Aussagen von Herrn Keller und von Herrn Koch zeigen ja auch, dass es genau darum geht, die Aussagen der Politik zu übersetzen. Was bedeutet es denn für den allgemeinen Amateurfußball? Wann darf ich denn spielen und wann ist Training mit meiner Mannschaft auch wieder erlaubt? Wir haben uns dann angeschaut, wie die Vereine durch die Krise gekommen sind, wie sie die Krise erlebt haben. Und da möchte ich ein paar Punkte Ihnen hier auch noch einmal mitgeben. Wir haben einmal danach gefragt, ob denn die Vereine auch ein Hygienekonzept angewendet haben. Die Hoffnung von uns war natürlich groß, dass das passiert. Und da fühlen wir uns jetzt durch die Aussagen hier auch bestätigt, dass das gelungen ist. Unsere Vereine schaffen es sehr, sehr gut, ein Hygienekonzept umzusetzen. Und da stehen wir mit Sicherheit anderen Bereichen in unserer Gesellschaft in nichts nach, hier Konzepte dazu zu liefern und auch die entsprechend umzusetzen. Insofern sind wir froh, dass die Antworten hier auch derart positiv ausfallen und wirklich fast flächendeckend diese Hygienekonzepte auch umgesetzt werden. Und das zeigt sich auch bei den Vereinen als etwas, was nicht als belastend empfunden wird, wenn dann nur mittelmäßig belasten. Also insofern, unsere Vereine sind in der Lage, auf die Krise zu reagieren und sind robust und krisenfest. Auch wenn wir uns die Frage anschauen, ob ein erhöhter Mitgliederschwund festzustellen ist, zeigen die Umfrageergebnisse uns, dass das zwar durchaus passieren kann, aber nicht die Regel ist. Wir haben hier 22%, die angeben, ja, bei uns gab es einen spürbaren Unterschied, was die Vereinsaustritte sind im Vergleich zu den Vorjahren. Aber es wäre auch etwas merkwürdig, wenn der Amateurfußball ganz ohne Herausforderungen durch diese Krise kommen würde. Und genau um diese Herausforderung geht es auch im nächsten Chart, wo wir uns angeschaut haben, was sind denn die Punkte, die vor der Corona-Krise für die Vereine wichtig waren in der Bearbeitung und was sind die Punkte nach der Corona-Krise, die für die Vereine wichtig sind und die Herausforderungen darstellen.
Und hier haben wir einen kleinen, ja, man könnte sagen, einen kleinen Switch feststellen können. Die Sorge ist schon groß, dass die Spielerinnen, gerade die aktiven SpielerInnen, eben nicht mehr in der Form für den Verein vorhanden sind. Und das können wir auch ein Stück weit nachvollziehen. Der letzte Lockdown im letzten Jahr hat einfach eine gewisse Delle hier hinterlassen, aus der wir noch nicht ganz rausgekommen sind. Die Monate August, September, Oktober im Jahr 2020 waren relativ erfolgreich, wenn wir das vergleichen mit den Jahren zuvor, was die Erstregistrierung angeht, also von Spielern, die das erste Mal wirklich dann auch im Wettkampfgeschehen eingreifen und registriert werden. Und insofern sehen wir uns hier sehen wir positiv nach vorne, weil wir auch glauben, dass diese Entwicklung, sobald der Lockdown eben zu Ende ist und aufgehoben werden kann, wir auch aus diesem Tal ein Stück weit wieder herauskommen können. Ein Punkt, eine Herausforderung will ich auch noch erwähnt haben, das sind die Finanzen. Die Krise hat mit Sicherheit dazu geführt, dass sich viele Vereine auch Gedanken machen, wie kommen wir hier durch diese Krise angesichts dessen, dass einige Einnahmen fehlen. Und hier sagen 61% der Befragten, dass die Corona-Krise Auswirkungen hat auf die Finanzen des Vereins. Und von diesen 61% sagen wiederum 79%, dass es auch eine wirkliche spürbare Belastung der Vereine ist. Und auch 18% sagen, dass es existenzielle Belastungen sind, die hier eine Rolle spielen. Das ist nicht unerheblich und das ist eine Herausforderung. Und wir sind uns dessen auch bewusst, dass wir den Vereinen hier auch helfen müssen. Allerdings, das muss man einfach auch sagen, wir haben im letzten Jahr 70% weniger Spiele gehabt als im Jahr 2019. Das heißt, das sind 950.000 Spiele, die nicht stattgefunden haben. Und für so einen Verein bedeutet das eben dann, oder wenn ich das auf Gesamtdeutschland mal beziehe, 950.000 Mal kein Kuchen, 950.000 Mal keine Wurst oder 950.000 Mal auch keine Runde Bier und auch keine letzte Runde Bier verkauft. Das schlägt sich natürlich dann auch im Budget eines jeden Vereines wieder, wenn der Spielbetrieb an der Stelle einfach ruht. Das von mir einmal auf schnellen Überblick die Zahlen zum Amateurfußball. Als Fazit bleibt für uns, dass das Bild, das sich für den Amateurfußball zeichnet, weder schwarz noch weiß ist. Wir sind hier im grauen Bereich. Es gibt viele positive Dinge. Die Vereine bemühen sich unglaublich und zeigen einen unglaublich großen Willen, durch diese Pandemie zu kommen und bieten tolle Angebote auch an. Aber wir wissen auch, je länger diese Phase andauert, desto schwieriger wird es für die Vereine werden. Insofern hoffen wir auch in Zukunft hier für die Vereine Lösungen zu finden und sie bei ihren Herausforderungen zu begleiten. Ja, das sind die Zahlen, das sind die Fakten aus der Umfrage. Aber hinter Zahlen stecken ja auch Menschen, stecken Gesichter, stecken Emotionen, die auch mehrfach angesprochen wurden. Ein Gesicht ist Selina Bostelmann. Sie ist G-Jugendtrainerin beim FV Erkner, ist ein Verein aus Brandenburg. Sie hat nicht nur an der Umfrage teilgenommen, sondern sie hat uns auch eine Videobotschaft geschickt. Jetzt zu sehen. Im vergangenen Jahr haben wir als Verein und auch die Vereine hier in der Umgebung Hygienekonzepte ausgearbeitet. Die haben alle sehr, sehr gut gegriffen. Jeder im Verein hat sich reingehangen. Ich denke, das wäre auch nochmal möglich, dass die Vereine nochmal Hygienekonzepte erstellen, dass sich die Trainer, dass sich die Spieler, die Eltern alle daran beteiligen und sich auch daran halten. Langsam gehen wir, glaube ich, alle so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, was die Lockdown-Situation angeht. Wir haben uns die letzten Monate alle wirklich zusammengerissen, um die aktuelle Situation zu verbessern. Ich denke, der Amateursport ist in Deutschland ein ganz, ganz wichtiger gesellschaftlicher Teil. So langsam sind die Kinder und auch wir Erwachsene an einem Punkt, wo es weitergehen muss. Fritz Keller, was sagen Sie zu Selina? Was sagen Sie zu den Ergebnissen der Umfrage? Ja, ich bin wirklich nicht überrascht. Ich bin nicht überrascht, dass die Leute wieder auf den Platz zurück wollen. Aber 98% vermissen den Fußball. 97% der Eltern. Da weiß man auch, was Familien mitmachen, wo die Schule zu Hause stattfindet und so weiter. Und Sie haben das gesehen, wir haben engagierte Trainerinnen und Trainer, die sich an Regeln halten. Fußballer haben gelernt, sich an Regeln zu halten.
Und deshalb bitten wir auch um das Vertrauen für unsere Leute, die sehr, sehr verantwortungsvoll mit ihrem Job umgehen, mit ihrem Hobby umgehen. Und dass sie übrigens im Umsonst der Gesellschaft bezahlen oder einzahlen. Also ich bitte hier die Politik ganz inständig, dieses Vertrauen auch zu bestätigen. Und je nach Pandemielage, ja, wir wissen, wir haben die Mutanten im Moment. Auch da arbeiten wir an Verbesserungen. Die müssen eingebaut werden und die werden eingebaut werden. Und diese Hygienekonzepte werden permanent verbessert und verändert. Und wir können wieder auf den Platz gehen. Das ist gesichert. Rainer Koch, was kann denn der Verband tun? Was kann der DFB, was können die Landesverbände tun, um dabei auch mitzuhelfen? Ich glaube sehr deutlich, die Stimmungslage und die Haltung der Menschen an der Basis des Sports vermitteln. Ich verstehe die Ängste und Sorgen der Politiker, denn es sind viele Ängste und Sorgen, die auch die Menschen haben, übrigens auch die Mitglieder in unseren Fußballvereinen, nämlich die Sorge vor diesem fürchterlichen Virus. Und wer, wie ich selber, im erweiterten Familienkreis Corona-Fälle hatte, der ist auch weit davon entfernt, das Virus, die Krankheit klein zu reden, leicht zu nehmen. Und ich verstehe auch die Angst der Politiker vor überlaufenden Krankenhäusern. Ich verstehe die Angst der Politiker, dass die Intensivstationen nicht genügend Plätze ausweisen könnten. Aber die Angst vor den Fußballern, vor den Amateurfußballern ist völlig unbegründet. Ich werbe dafür, und das ist die Aufgabe des DFBs und der Landesverbände, deutlich zu machen, dass wir Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer Vertrauen in Anspruch nehmen können. Wir haben im letzten Jahr 2020 über Monate hinweg gezeigt, dass wir das Virus ernst nehmen, dass wir uns bewusst sind, dass wir vorsichtig sein müssen. Wir haben Hygienekonzepte umgesetzt. Wir haben in den schwierigen Zeiten am Anfang auch Bereitschaft gezeigt, erst einmal nur zu trainieren, auf Abstand zu trainieren. Wir haben permanent Lösungskonzepte entwickelt. Und das ist das, was auch die junge Spielerin oder Trainerin eben deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Wir sind bereit und wir wissen um die Schwierigkeiten. Wir wollen uns einbringen. Wir wollen Tests, auch das hat der Präsident Keller deutlich gemacht, dass mit Tests dann auch Sportbetrieb noch leichter möglich ist. Wir sind bereit, unsere Hygienekonzepte wieder umzusetzen. Und wenn wir all das als Landesverbände, als DFB auch deutlich machen können, dann können wir deutlich machen, dass der Amateursport, ich rede gar nicht von Fußball alleine, dass der Amateursport eben Teil der Lösung ist. Wir stellen kein Problem davor. Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer muss niemand Angst haben. Ganz im Gegenteil. Wir sind bereit, mitzuhelfen, auf der einen Seite das Virus in Schach zu halten und auf der anderen Seite uns aber verantwortungsbewusst verhalten und damit auch soziales Miteinander in unserer Gesellschaft wieder zu ermöglichen. Die Menschen wollen nicht länger eingesperrt sein. So, die Fragerunde ist eröffnet, liebe Kollegen und Kolleginnen, wie in virtuellen Runden gewohnt, per Handzeichen oder per kurzer Wortmeldung im Chat. Die erste Frage kommt von Markus Bark von der Sportschau. Ja, guten Tag zusammen. Ich hätte jetzt mal eine Frage zu der Studie. Da steht ja drin, dass die Sorge also groß ist der Vereine, dass die Zahl der Jugendspielerinnen zurückgeht und auch, dass es schlecht aussieht mit den Finanzen. Wie will der DFB über seine Landesverbände da entgegensteuern? Sind da Kampagnen geplant? In diese Richtung bitte. Ja, es sind Hilfestellungen geplant, eben Hygienekonzepte gehören dazu. Es sind Managementfragen geplant oder die laufen schon an, Hilfestellungen in jeglicher Art und Weise. Aber was wir nicht machen können, das liegt an der Gemeinnützigkeit, hier vom DFB her direkt zu bezahlen, das ist uns leider aus gesellschaftsrechtlichen Gründen nicht möglich. Das liegt am Vereinsrecht. Wenn ich zu den Landesverbänden noch sagen? Ergänzen darf, der erste Teil, Herr Bark, Ihrer Frage ist einfacher zu beantworten. Also was kann man machen, um die Sorgen vor Spielerrückgang in den Griff zu bekommen? Klar, wir müssen deutlich machen, dass unsere Vereine so schnell wie möglich auf die Plätze zurück wollen, dass die vor allen Dingen die Jungen und Mädchen, die jungen Menschen wieder auf den Fußballplatz wollen. In dem Moment, wo sie ihr Hobby wieder ausüben können, sind sie wieder da.
Und in dem Moment sind die Angebote da und dann brauche ich auch keine Angst haben vor einem Rückgang von Spielern. Wobei ich sagen darf nach dem Ergebnis der Umfrage, dass diese Sorge im Moment die Vereine noch nicht so stark umtreibt, denn die meisten Spielerinnen und Spieler, egal ob jung oder alt, haben ja klar erklärt, dass sie wieder zurückkehren wollen. Vereine, je größer sie sind und je großstädtischer sie sind, haben Sorgen um wegen Mitgliederrückgängen, die sie befürchten, die sich natürlich dann auch wirtschaftlich finanziell erheblich auswirken. Je mehr Vereine als Dienstleister empfunden werden, als bloße Dienstleister, desto größer die Sorge vor Mitgliederverlusten. Je ländlicher die Vereine angesiedelt sind, desto geringer zeichnet sich ab, dass dies als großes Problem mit empfunden wird. Dafür ist in den ländlichen Strukturen natürlich der Verlust eines einzelnen Spielers oftmals schwerwiegender zu sehen, weil Mannschaften in Zeiten des Drangs junger Familien in die Städte auf dem Land oftmals jetzt auch große Probleme haben, Spieler zu behalten. Also hier müssen wir dafür werben, dass der Sportbetrieb aus vielen, vielen Gründen, aus denen ich zuvor genannt habe, aber auch um einfach die Vereine am Leben zu halten, jetzt ganz schnell wieder ermöglicht werden muss mit dem sofortigen Einstieg in Trainingsmöglichkeiten und dann auch bald möglichst wieder in Wettkampfspielbetrieb. Zum zweiten Punkt, zu den Finanzen. Zunächst, selbst wenn der DFB es dürfte, Präsident Keller hat zu Recht darauf hingewiesen, dass der DFB schon allein gemeinnützigkeitsrechtlich keine Zahlungen erbringen kann. Aber selbst wenn er es dürfte, müssen wir einfach miteinander ehrlich umgehen. 25.000 Vereine, 2.000 Euro pro Verein würden 50 Millionen Euro bedeuten. Das ist ein Betrag, der nur geringfügig unseren Vereinen wirtschaftlich helfen würde und auf der anderen Seite bereits völlig außer allen Vorstellungsmöglichkeiten steht, die der DFB hier wirtschaftlich aufbringen könnte. Aber noch einmal, das darf er nicht. Auch die Landesverbände sind überhaupt nicht in der Lage, direkte wirtschaftliche Hilfen zu leisten. Aber das ist auch nicht die Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es jetzt deutlich zu machen, dass die entsprechenden wirtschaftlichen Hilfestellungen vor Ort erfolgen müssen. Das ist kein Thema nur für die Bundesregierung, das ist auch kein Thema nur für Landesregierungen. Das ist am Ende auch ein Thema für jede einzelne Kommune, die erkennen muss, wie wichtig für die Zivilgesellschaft vor Ort es ist, die örtlichen gemeinnützigen Vereine zu unterstützen. Das ist auch kein Thema nur für den Amateurfußball, für alle Sportvereine, aber auch für alle gesellschaftlichen Organisationen, gemeinnützigen, ehrenamtlich geführten Organisationen, die in diesen Tagen wirklich Hilfestellung brauchen. Und ich appelliere an alle Verantwortlichen, in der Landespolitik, in der Bundespolitik, aber vor allen Dingen auch in der Kommunalpolitik, zu erkennen, welche Risiken Wert gemeinnütziges ehrenamtliches Engagement zur Aufrechterhaltung des sozialen Miteinanders vor Ort hat. Und deswegen brauchen jetzt in diesen Tagen mehr denn je nicht nur Firmen, nicht nur Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, sondern vor allen Dingen auch die gemeinnützigen ehrenamtlichen Organisationen die entsprechende Unterstützung, um ihre Tätigkeit weiter gut ausüben zu können. Ich glaube, das ist in erster Linie wichtig für die Vereine. Und darauf hinzuweisen, das ist, Herr Bark, die zentrale Aufgabe der Verbände, der Landesverbände, des DFB, denn direkt wirtschaftlich hier in genügendem Maße auszuhelfen, sind wir nicht in der Lage. Ich möchte noch kurz ergänzen, natürlich ist es auch unsere Aufgabe, hier die Politik oder die einzelnen Landesverbände und Vereine sogar zu unterstützen, dahingehend den Leuten einfach zu sagen, unsere Sozialrendite hat gezeigt, dass jeder Euro, der zum Beispiel in Infrastruktur, im Fußball und im Sport im Allgemeinen gesetzt wird, wieder bis zu 10-fach zurückgezahlt wird. Und natürlich haben wir einige große Probleme. Wir haben es gehört, vorher 18% haben Existenzängste. Ja, und da sind die Hilfen immer noch nicht zum Teil angekommen und auch noch nicht mal angedacht worden, weil sie durch alle Raster durchfallen. Und auch da sind wir daran, dass wir politisch hier Lösungen und vorstellen, wo die Politik im kommunalen Bereich, im Bundesländerbereich, aber auch im Bundesbereich helfen kann. Und eine Gruppe möchte ich auch noch ganz speziell ansprechen. Wir haben es ja nicht nur mit Amateurfußball schlechthin und Profifußball zu tun, sondern es gibt noch die Gruppe des sogenannten entgeltorientierten Amateurspitzenfußballs. Diese Vereine haben es in diesen Tagen wirtschaftlich am allerschwersten. Vereine, die semiprofessionellen Fußballspielbetrieb ausüben und im Wesentlichen in den Regionalligen und in den Oberligen spielen. Und diese Vereine tun sich extrem schwer, wirtschaftlich sich über Wasser zu halten. Und sie sehen, dass sie auf der einen Seite nicht vergleichbar sind mit den Sorgen und Nöten der Amateurvereine und auf der anderen Seite aber auch nicht verglichen werden mit den professionellen Spitzenteams der ersten drei Ligen.
die inzwischen in doch nicht unerheblichem Maße auch auf staatliche Unterstützungsfonds zurückgreifen können. Das gilt für die Regionalliga- und Oberligavereine bis dato nicht. Und ich halte es für extrem wichtig, dass unsere politischen Verantwortlichen erkennen, dass Regionalliga-Vereine, Amateur-Oberliga-Vereine in erheblichem Maße Gelder aufwenden müssen, um ihre Spielerkader zu unterhalten, insoweit auch mindestens semiprofessionell, teilweise sogar professionell sind und hier einfach nicht länger außen vor gehalten werden dürfen. Ich appelliere deshalb an die Politik, zu erkennen, dass eine vierte Liga im Fußball in mancher Hinsicht vergleichbar ist mit der einen oder anderen zweiten Liga in anderen Sportarten, wo Profispielbetrieb stattfindet. Herr Bahr, gleich noch eine Ergänzung von mir an der Stelle. Der DFB hat, um die Sorge der Vereine zu lindern, was den Nachwuchsschwund angeht, auch den Kinderfußball im DFB-Masterplan ganz explizit zentral gesetzt. Insofern wird es etwas sein, was in den nächsten Monaten und Wochen auch noch stärker ausgerollt wird. Angefangen beispielsweise auch hier ein Hygienekonzept für den Kinderfußball, wo die Eltern dann auch einfach sicher sind, wenn sie ihre Kinder in die Vereine schicken. Und letzten Endes, was die finanzielle Situation angeht, ist es so, dass ich es wie vorhin geschildert hatte, ganz viel am Spielbetrieb hängt. Wenn der wieder läuft, dann sind die Finanzen der Vereine auch nachhaltig sicher und nicht durch eine kurze Finanzspritze vielleicht, die von anderen Seiten kommen kann, die auch wichtig ist, selbstverständlich. Wir haben einige Fragen. Die nächste von Alexander Augustin von der Passauer Neuen Presse. Hallo Koch, hallo Herr Keller. Ich habe eine Frage zum Umgang der Politik mit dem Amateurfußball. Im ersten Lockdown wurde der ja geradezu stiefmütterlich behandelt, kann man sagen. Er war erst Ende des Sommers wieder ein Wettkampfbetrieb möglich. Jetzt sind mit den ersten Lockerungen ist auch der Amateurfußball berücksichtigt worden. Haben Sie Hoffnung, dass das in diesem Jahr schnell weitergeht? Ich war auch im letzten Sommer, Herr Augustin, wie Sie wissen, ja nicht ganz einfach. Und Sie sind aus Passau, also aus Bayern, da war es vielleicht sogar ganz besonders schwierig, auf die spezielle Bedeutung einerseits des Amateursports hinzuweisen und auf der anderen Seite aber auch der Politik zu vermitteln, dass gerade der organisierte Amateursport und Amateurfußball bereit ist, sich sehr gewissenhaft an staatliche Vorgaben, an Hygienekonzepte und so weiter zu halten. Und ich glaube, das große Thema für den Amateurfußball ist, er muss kampagnenfähig sein. Er muss bereit sein, zusammenzustehen, und zwar von Flensburg bis Passau. Und sich gemeinsam dahingehend aufzustellen, um deutlich zu machen, dass wir Teil der Lösung sind. Dass wir kein Problem der Pandemielage mit sind. Und das ist, glaube ich, in den letzten Wochen gelungen. Präsident Keller hat ja gemeinsam mit mir einen offenen Brief verfasst. Herr Keller hat sich an alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit einem speziellen Schreiben gewandt. Wir haben über die Landes- und Regionalverbände entsprechend auf unsere Sorgen und Problemstellungen, aber auch unsere Leistungsfähigkeit hingewiesen. Und deswegen haben wir es dann in der letzten Woche glücklicherweise geschafft, erstmals auch tatsächlich auf die Agenda zu kommen, Teil der Lockerungsprogramme zu werden. Und da müssen wir jetzt entschieden weiterarbeiten. Wir können auf keinen Fall bei dem stehen bleiben, was bislang erreicht worden ist. Wir müssen deutlich machen, dass selbst wenn jetzt noch einmal die Infektionszahlen vielleicht etwas anwachsen, dass das überhaupt nichts mit dem Geschehen auf den Sportplätzen zu tun hat. Frank Hellmann, die nächste Frage. Ja, Herr Koch, grüße ich auch aus Frankfurt. Eine Frage an Sie. Wir haben ja einfach eine gewisse Entfremdung zwischen Profis und Amateuren durch diese Tatsache, dass die Profis fast ein Jahr jetzt durchspielen konnten, die Amateure nicht. Wenn man jetzt auf den Sommer schaut, hätten wir eigentlich ein Ereignis, was beide Lager wieder zusammenbringt, nämlich eine EM, eventuell auch mit Zuschauern, die ja dann auch in München stattfinden soll. Mal aus Sicht, auch aus Ihrer Sicht und auch aus Sicht der Amateure und des Amateurfußballs, ist es sinnvoll, diese EM dann in 12 Städten, auch in München und auch aus Ihrer Sicht mit Zuschauern zu machen, um vielleicht diese Schere wieder zusammenzubringen? Danke. Gut, ich glaube, dass Sie jetzt verschiedene Punkte ansprechen, die nicht unmittelbar alle etwas miteinander zu tun haben. Also ich glaube, es gibt weder einen Profi noch einen Amateurvertreter, der ein Interesse hat, dass Fußballspiele ohne Zuschauer stattfinden. Wir werden also alles daran setzen, auch europaweit, vor allen Dingen die UEFA, die Menschen wieder in die Stadien zu lassen, die verantwortet werden können. Aber Gesundheitsanforderungen gehen vor. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen der Rückkehr des Amateursports auf die Plätze und auf der anderen Seite der Rückkehr der Fans auf die Zuschauertribünen.
Und das ist ein Thema, was sowohl für die Profis in großem Maße identisch ist, als auch für die Amateurfußballvereine. Ich hatte in meinem Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass der Amateurfußball jetzt einfordert, dass er auch entsprechend ernst genommen wird. Ich habe deutlich gemacht, dass wir Amateurfußballer verstehen, dass der Profifußball im letzten Jahr anders behandelt worden ist und auch weiterhin anders betrachtet werden muss unter dem Aspekt, dass es insoweit um Berufsausübung geht. Auf der anderen Seite geht es aber auch um die Sportart Fußball, um die vielen Millionen Menschen, die auf Amateurfußballplätzen zu Hause sind, zu Hause sein wollen, wieder zurückkehren wollen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten zu einer gemeinsamen Kampagne kommen können, dass sich die Profis, die Profiklubs genauso für die Interessenlagen der Amateure einsetzen, wie wir das über viele Monate hinweg getan haben, indem wir sehr offensiv gesagt haben, wir verstehen, dass es jetzt erst einmal wichtig ist, dass der Profifußball am Leben bleibt, weil das ist auch im Interesse des Amateurfußballs. Aber jetzt ist es eben wichtig, deutlich zu machen, dass Amateurfußball genauso wichtig ist wie Profifußball, dass Fußball nicht nur aus 40 Profispielen in den 3 Männerligen und in 2 Frauenfußballligen besteht, sondern dass der Amateurspitzenfußball, aber auch der restliche Amateurfußball auch Teil des Ganzen ist. Denn die Leidenschaft für Fußball, die teilt die gesamte Gesellschaft, die eint uns, und die Leidenschaft für Fußball ist es auch, die uns am Ende zusammenbringt. Und die Europameisterschaft, da haben Sie völlig recht, kann natürlich ein Motivationspunkt sein, an dem dann alle auch wieder zusammenfinden. Der Profifußball, der ja die Spieler stellt für die Nationalmannschaften, aber eben auch der Amateurfußball, der ja einen großen Teil der Fanbasis ausmacht. Und deswegen bin ich in der Tat voller Hoffnung, dass wir die Europameisterschaft zurückbekommen und dass sie an den Stadien, in denen gespielt werden kann, dann auch mit einer hoffentlich zumindest Teilzuschauerbefüllung ausgetragen werden kann. Eine Ergänzung. Ja, natürlich gibt es einen Unterschied, leider, was den Amateurfußball angeht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, nur 0,07% der ganzen Teams, die wir in Deutschland haben, spielen Fußball. Das sind die Profis. Die anderen 145.000 Mannschaften dürfen nicht spielen. Zur Europameisterschaft muss ich sagen, also wenn man bei der Nationalmannschaft ist, die sind in einer Blase. Das ist der große Unterschied zum Amateurfußball. Die Leute gehen nachher ihrer Arbeit nach, die gehen in die Schule, die gehen in die Universitäten. Aber bei einer Nationalmannschaft, wie bei einer Europameisterschaft, da sind die in der Blase drin und haben null Kontakte zu irgendjemandem da draußen. Und das wird bei uns eben ganz intensiv durch Professor Mayer kontrolliert. Aber mittlerweile muss ich ja echt sagen, wir haben uns ja weiterentwickelt. Wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten. Wir haben das Impfen. Wir haben die Schnelltests, wir haben die Selbsttests und wir kriegen jetzt Gott sei Dank dann auch irgendwann funktionierende Apps. Und deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das Wichtigste im Amateurbereich ist. Erstens, dass sie spielen und zweitens, irgendwann mal wieder Zuschauer kommen können. Weil die einzige Einnahmequellen bei den Amateurvereinen, auch im semiprofessionellen Bereich, das sind die Zuschauer. Und ich sehe da keinen Grund dran, wenn die Hygiene- und Abstandsregeln eben eingehalten wird. Wenn ein Plan gemacht wird zum Befüllen und Entleeren am Platz, dass wir das nicht hinkriegen. Und diese Zuversicht, die wächst bei mir täglich, gerade auch mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir bekommen haben. Die nächste Frage kommt von Wolfgang Illers von der Dithmarscher Landeszeitung. Oder im Moment auch nicht. Sie war zumindest angemeldet. Dann schieben wir die nochmal nach hinten. Dann wäre jetzt an der Reihe Maximilian Rieger vom Deutschlandfunk. Ja, schönen Tag in die Runde. Ich habe 2 Fragen. Eine methodische, und zwar steht ja in der Umfrage, dass 8% der Befragten aus Vereinen mit mehr als 1.000 Mitgliedern kamen. Da wollte ich fragen, wie da eigentlich die Grundgesamtheit in Deutschland ist, also ob das dann auch repräsentativ ist. Und zweitens an Herrn Keller die Frage. Nach einem Jahr Pandemie wissen wir, dass je mehr Kontakte, desto mehr Infektionen und desto mehr Tote. Dazu kommt, dass es auch vor dem Lockdown auch Ausbrüche in Sportvereinen gegeben hat, zum Beispiel in Sachsen, zum Vergleich 200 Fälle nach Familienfeiern, 35 aber auch in Sportvereinen. Daher die Frage, könnte der Amateurfußball nicht noch 2-3 Monate warten, bis wir stärker geimpft worden sind als Gesellschaft,
und damit dann auch die Gesundheit seiner Mitglieder schützen? Da darf ich vielleicht Ihre erste Frage einmal übernehmen. In der Tat, wir haben gefragt, inwiefern oder woher die Menschen auch kommen, die an dieser Umfrage teilnehmen, wie die Vereinsstrukturen aussehen, um das dann auch später hinten raus ein bisschen aufzudröseln, auch für unsere Erkenntnisse, die wir dann mit den Landesverbänden teilen können. Sie sagten gerade richtigerweise 8%. Wenn Sie das runterbrechen auf die 100.000, dann können wir durchaus davon ausgehen, dass das eine repräsentative Stichprobe ist. Möchte hier aber auch unterstreichen, dass wir hier eine Umfrage gemacht haben und alle wissenschaftlichen Aussagen, Schlussfolgerungen, die Sie vielleicht daraus ziehen möchten, an der Stelle immer quer gezogen werden müssen mit unseren Sportentwicklungsberichten. Aber da, das kann ich Ihnen auch sagen, sind die Aussagen deckungsgleich, beziehungsweise es ist eine Tendenz zu erkennen, die wir hier auch jetzt mit unserer Umfrage erzielt haben. Also insofern, die Aussagen, die wir hier haben, das passt schon, das bildet schon einen Grundschnitt des Amateurfußballs dar. Und insofern sind wir hier auch recht mutig, damit nach vorne zu gehen und zu sagen, hieraus lassen sich Ableitungen ziehen, die wir dann auch den Vereinen dann zur Verfügung stellen können und wie wir auch vielleicht uns in Zukunft aufstellen, was wir den Verein näher bringen müssen als Erkenntnis und als Problemlösungsstrategie. Ja, vielen Dank für die Frage. Natürlich haben Sie recht, es ist wichtig, dass wir nicht mehr Infektionen bekommen. Natürlich. Aber ich sage Ihnen eins, testen. Das ist mittlerweile auch bei den Wissenschaftlern, war es schon längst bekannt, aber auch bei den Regierungen angekommen. Und wir jeden Getesteten, den wir im Trainingsbetrieb testen, der nachher mindestens ein oder zwei Tage niemand anders anstecken kann, ist ein Gefahr genommen. Jeden, den wir da bekommen, den Superspreader, den wir entdecken, deckt andere nicht ein. Wenn er sonst irgendwo auf Partys unterwegs ist oder sonst irgendwo, dann ist die Gefahr wesentlich größer. Und wir sagen ja nicht, so, jetzt ist von einem Tag zum nächsten wieder alles da, sondern wir möchten langsam öffnen. Trainingsbetrieb, Punkt. Nächste Station, dann Spielbetrieb. Aber eben zu Hause umziehen, Einzelhand hinfahren und so weiter. Die größten Infektionsgefahren sind, und das ist absolut wissenschaftlich erwiesen, nicht auf dem Spielfeld. Und warum sollte man, wenn da keine Gefahr da ist, dann auch hier nicht spielen lassen? Das verstehe ich nicht. Und wir nochmal, wir Fußballer können Regeln umsetzen. Und auch der Profifußball in der dritten Liga oder auch die Frauenbundesliga haben gezeigt, dass wenn einer irgendwo infiziert war, ja, dass er ganz schnell erkannt worden ist. Und ich bin der Meinung, irgendwann, man muss das Testen zu unserem fast täglichen Gebrauch. Und wenn wir es hinkriegen würden, 2 bis 3 Mal in der Woche unsere Kinder zu testen und in den Schulen, das haben übrigens auch die Schulöffnungen gezeigt, da wo getestet worden sind und wo man vorher erkannt worden ist, bevor der Unterricht losgegangen ist, da hat man dann eben die Einzelnen raussortiert und die dann in Quarantäne geschickt. Und dort, wo das nicht gemacht worden ist, dort hat man eben Probleme gekriegt im Raum. Aber es ist klar, Fußball wird im Freien gespielt mit wenig Kontakten. Herr Rieger, Herr Keller, Präsident Keller hat den entscheidenden Punkt eben herausgearbeitet. Auf dem Platz, während des Spiels, während des Trainings, ist die Gefahr, sich anzustecken, minimalst. Es gibt klare wissenschaftliche Belege und Nachweise, dass dies nicht der Fall ist. Was das Drumherum betrifft, haben wir im letzten Jahr bewiesen in unseren Amateurfußballvereinen, dass die überragende Mehrheit aller bereit ist, sich streng an die Vorgaben zu halten. Und was passiert in den letzten Wochen? Wir merken, dass insbesondere unsere Kinder, unsere Mädchen und Jungs es einfach nicht mehr verstehen, es nicht mehr zu Hause alleine aushalten. Sie wollen zurück in die Schule, sie wollen in die Kindergärten. Und es ist nicht einzusehen, warum wir ihnen nicht dann auch die Möglichkeit eröffnen wollen, unter strengen Hygienevorgaben am Nachmittag in ihren Freundeskreisen ihr Jugendfußballtraining ausüben zu dürfen. Das ist jetzt im ersten Schritt gelungen, die Politik zu überzeugen. Und auf diesem Weg müssen wir jetzt fortfahren. Und wenn wir noch weitere 2, 3 Monate abwarten würden, wie Sie es gefragt haben, dann würden wir damit nichts Positives bewirken. Wir würden nur erreichen, dass es die Betroffenen, vor allem auch die jungen Menschen, nicht verstehen, warum sie nicht Fußball spielen dürfen. Und im Übrigen erlebt ja jeder von uns, wenn er am Wochenende in einen Park geht,
dass immer mehr Menschen sich nicht bereit sind, an die entsprechenden Vorgaben zu halten. Und das ist für mich jetzt die entscheidende Frage. Was ist uns denn dann lieber, geordnet unter der Anleitung und Obhut von ausgebildeten Trainern, die unterstützt werden durch ihre Vereinsführungen, durch die Verbände, geordnet Fußball zu trainieren und zu spielen oder aber ohne Aufsicht, ohne Obhut in der freien Natur miteinander Fußball zu spielen und dann sich auch viel, viel weniger darum zu bemühen, entsprechende Vorgaben und gesundheitsschützende Regelungen einzuhalten. Deshalb wollen wir zurück auf die Plätze. An der Reihe als nächstes der RBB mit Herrn Wenzel. So, jetzt bin ich zu hören, irgendwie was. Eine technische Hürde, die Stummschaltung aufzuheben, sorry. Ich würde da gerne nochmal nachhaken bei Ihnen, Herr Keller, was Sie eben angedeutet haben, dass eben auch im Amateurbereich dann umfassend getestet werden soll. Verstehe ich das richtig, dass das dann zum Teil des Öffnungskonzepts, Hygienekonzepts, was Sie ja vorhin auch angesprochen hatten, gehört, dass tatsächlich Amateurfußballerinnen und Fußballer im Idealfall 2 bis 3 Mal die Woche getestet werden. Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht erstmal die Frage, ich hätte dann noch eine zweite, wenn das in Ordnung ist, weil damit wir nicht durcheinander kommen, gerne erstmal die. Ich beantworte vielleicht erstmal die. Das Gesundheitsministerium und einige andere Ministerien haben ja selbst gesagt, dass sie testen wollen. Aber momentan fehlt die Infrastruktur. Wir bieten die Infrastruktur an, das zu testen. Aber die Tests können die Amateurvereine und die Einvereine nicht selber bezahlen. Aber auch Ökonomen haben von vornherein gesagt, wenn wir mehr testen und diejenigen rauskriegen über diese Mehrtests, das können wir leisten vom Fußball. Und jetzt haben wir natürlich auch je nach Bundesland unterschiedliche Ergebnisse. In einem Bundesland werden die Tests zur Verfügung gestellt, im anderen nicht. Wir brauchen eine flächendeckende Testsystematik und da können wir unsere Infrastruktur anbieten. Am Anfang und in den ersten Schritten, wo wir jetzt haben, müssen eben die Hygiene Vorschriften eingehalten werden mit Abständen. Aber in einem zweiten Schritt, wenn wir diese Tests haben, spielt nichts mehr dagegen, dass wir irgendwann mal auch in den Spielbetrieb rein können. Also man muss das wirklich stufenweise sehen. Ja. Und wir müssen unterscheiden zwischen Training und zwischen Rückkehr in den Spielbetrieb ohne Zuschauer und mit Zuschauer. Und das große Interesse aller muss sein, dass wir in den Wettkampfspielbetrieb mit Zuschauern zurückkehren können. Das ist nicht nur wichtig für die Bundesliga-Vereine mit mehreren zigtausend Zuschauern im Stadion. Das ist eben auch wichtig für unsere vielen, vielen tausend kleineren Amateurfußballvereine, für die 100 oder 200 Zuschauer von extremer wirtschaftlicher Bedeutung sind. Aber jetzt im Moment ist es erst einmal notwendig, die Jungs und Mädchen, die Spieler und Spielerinnen wieder zurück auf den Platz zu bringen. Sie müssen ohnehin erst einmal wieder zu Konditionen und Kräften kommen. Und deswegen ist es wichtig, jetzt Hand in Hand mit den Vorgaben der Landesregierungen und der Bundesregierung die ersten Trainingsschritte wieder zu machen und dann möglichst schnell auf den Platz zu kommen. Und dann ist natürlich das ein großes Thema, was Präsident Keller gerade angesprochen hat. Dann müssen wir mithelfen, die Sicherheit nicht nur auf dem Platz zu gewährleisten, sondern auch drumherum. Dann müssen wir mithelfen, deutlich zu machen, dass auch Zuschauer wieder zu den Spielen kommen können. Und wenn das, was gesellschaftlich insgesamt jetzt gefordert wird, auch im Amateursport stattfindet, nämlich dass wir Testsysteme entwickeln können und wir haben auch Nachverfolgungs-Apps entwickelt für unsere Vereine. Wir können Kontaktnachverfolgung auf ganz einfache Art und Weise sicherstellen. Und wenn wir da die entsprechenden Konzepte gemeinsam mit den Regierungen entwickeln, dann steht überhaupt nichts entgegen, sehr schnell auch wieder in den geordneten Wettkampfsport, jedenfalls mit begrenzter Zuschauerzahl zurückkehren zu können. Und 100 bis 200 Zuschauer pro Spiel sind für fast alle Amateurfußballvereine in Deutschland schon ein riesengroßer Fortschritt auf einem Platz, der in der Umrandung 100 mal 2, 200 Meter und dann 60, 70 Meter auf beiden Torseiten, dann sind wir bei weit über 300 Meter Fläche. Da finden 200 Menschen schon auf Abstand gut Platz. So, um allen auch, die sich gemeldet haben, die Möglichkeit zu geben, eine Frage auch zu stellen, gehen wir dann doch einen Schritt weiter
zu Günter Klein vom Münchner Merkur. Ja, hallo. Herr Keller, Herr Koch, was machen Sie denn, wenn die Inzidenz wieder über den Wert von 100 geht? Es klang ja so, hat Herr Dr. Koch gesagt, sehr kämpferisch, dass man dann der Politik klar machen wolle, dass nicht der Amateurfußball dafür verantwortlich sei. Heißt es, man wolle dann ungeachtet einer Notbremse, die die Politik zieht, darauf bestehen, weiterzuspielen? Natürlich nicht. Also die Gesundheit der Menschen steht außer Frage. Das ist das Wichtigste. Ja, und das muss natürlich immer, diese Konzepte werden immer der pandemischen Lage angeglichen. Aber die Hoffnung, dass jetzt endlich mal mehr geimpft wird und mehr getestet wird, lässt eigentlich mittelfristig schon mal erscheinen, dass wir dann irgendwann mal eben diese neue, die Werte und die neuen Ansteckungen zurückgehen. Und es hat ja auch in anderen Ländern gezeigt, die geimpft haben und wo mehr getestet wird. Deutschland liegt, glaube ich, momentan auf Platz 33 oder 34 in der Welt auf Testungen. Da können wir verbessern, keine Frage. Aber selbstverständlich geht es Gesundheit vor. Und wir sind sowieso abhängig. Und das ist, ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, die dann eben sagen, welche Stufe gezündet wird. Also wir haben ja diesen 5-Stufen-Plan und an den werden wir uns natürlich halten. Aber wir werden uns auch daran halten, dass wir das tun können, wo niemand sich anstecken kann. Und Rainer Koch hat es gerade eben gesagt, wenn man am Sonntag in den Wandergebieten geht oder an den Flüssen entlang läuft, also das ist teilweise so wie in den Einkaufszentren der Städte und der Abstand bei dem Spiel ist dementsprechend viel größer und zunächst mal Hygieneabstände und natürlich, wenn die Zahlen steigen, dann haben wir wieder die Füße stillzustehen. Das haben wir nicht nur einmal gezeigt, das haben wir schon zweimal gezeigt. Herr Klein, wir kommen ja beide aus der gleichen Stadt. Von daher wissen Sie, dass ich nicht müde werde zu betonen, dass die Vorgaben, was gesundheitlich zu verantworten ist, alleine von den zuständigen Behörden und Regierungen gegeben werden. Wir wirken nur mit, wir helfen nur mit. Wir stellen allerdings auch die eine oder andere Frage. Ich stelle zum Beispiel die Frage, ob Inzidenz wirklich die einzige Währung ist, auf die es ankommt. Nein, da sagen wir, das ist es nicht. Aber Sie haben vollkommen recht, wir werden natürlich niemals Forderungen erheben, dass Zuschauer in großem Maße in Stadien zurückkehren können, wenn die Inzidenzzahlen nach oben gehen. Aber wir haben wissenschaftlich nachgewiesen und belegt, mehrfach deutlich gemacht, dass während der Sportausübung eben keine Gefahren bestehen. Und deswegen ist auch ein erhöhter Inzidenzwert dann aus unserer Sicht nicht zurückzuführen auf gemeinsames Sporttreiben. Ganz im Gegenteil. Gemeinsames Sporttreiben trägt sogar zum Erhalt der Gesundheit bei. Amateursport, nicht nur Fußball, Amateursport ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Probleme, die es zu lösen gilt, sind im Zusammenhang mit dem gesamten Drumherum. Zuschauer, An- und Abfahrt, Umkleidebereiche, Duschen, überall dort, wo Menschen dann eng aufeinander sind. Und da sind wir ja bereit, uns an die entsprechenden Vorgaben auch mitzuhalten. Nicht nur das, wir sind bereit, auch mitzuwirken, mitzuhelfen bei der Entwicklung. Und da sind wir sehr weit, weil wir all diese Konzepte nämlich bereits im letzten Sommer in allen 21 Landesverbänden im Deutschen Fußballbund aufgestellt haben und erfolgreich umgesetzt haben. Wir brauchen nur in die Schublade zu greifen und sie jetzt wieder aufzugreifen. So, wir haben jetzt hier noch 4 Fragen von den Kollegen Bernd Salamon, Oliver Fritsch, Anno Hecker und Marian Laske. Die würden wir auf jeden Fall auch alle noch stellen. Den Anfang macht Bernd Salamon vom Kicker. Das ist sehr nett. Allerdings hat der Kollege Klein exakt das gefragt, was ich auch gefragt hätte. Von daher können wir mit dem nächsten Kollegen weitermachen. Danke. Gut, der nächste Kollege wäre dann Oliver Fritsch von der Zeit. Keller, Sie haben eben dargelegt, dass der Breitensport bei der Politik keinen hohen Stellenwert hat. Und diesen Eindruck teile ich auch aus meinen Recherchen. Können Sie das vielleicht aber noch ein bisschen konkretisieren? An wen adressieren Sie Ihre Appelle? Welche Partei oder welche Regierung oder welche Ministerien? Wer steht da auf der Bremse oder warum gibt es nicht sowas wie
ein Söder oder Laschet des Amateurfußballs. Und meine zweite Frage, welche Erwartungen hat der DFB an den Profifußball in Sachen Unterstützung der Amateure? Ja, also Ihre erste Frage geht natürlich dahingehend. Wir haben natürlich auch im Fußball, wie die Bundesrepublik aufgestellt ist, ein föderalistisches System. Und dementsprechend sind eben die Landesverbände direkt mit ihren Landesregierungen angesprochen, hier was zu machen. Aber wir machen auch über die Sportministerkonferenz, aber auch eben unsere Eingaben, um einfach die Situation für den Amateurfußball besser geltend zu machen. Also das fängt ja schon mal bei der Infrastruktur an. Die sind sehr unterschiedlich im ländlichen Bereich und im städtischen Bereich. Also ein Beispiel, das ich Ihnen sagen kann, wo ich wirklich auch sehe, dass kommunal einfach der Amateursport keine große Rolle spielt oder keine große Wertschätzung hat. Ich kenne einen Verein, das ist Türkimspor Berlin, den habe ich mehrfach besucht. Die haben einen abgespielten Kunstrasenplatz. Das ist eine Betonfläche. Dort spielen 200 Fußballspielerinnen und 200 Fußballspieler auf einem Platz. Die haben sonst gar nichts. Und daran sieht man, dass wir den Amateursport auch in der Gänze eben fördern müssen. Und auch die Forderungen auch gegenüber den Profis, gegenüber der Bundesliga oder DFL natürlich stellen müssen. Weil die müssen ja erkennen, dass ihre Zukunft, also Profifußball, einfach bei den kleinen Vereinen anfängt. Also die Spieler, die irgendwann mal Nationalspieler werden, die sind jetzt in den Dörfern und in den Stadtteilen. Und diese Sensibilisierung kriegen wir. Und ich muss auch sagen, wir haben auch rund, ich weiß nicht mehr genau, 8 Millionen gekriegt, damit die dritte Liga und die Frauenbundesliga auch wieder starten konnte, weil diese Hygienekonzepte und diese Testungen einfach zum damaligen Zeitpunkt noch mehr Geld gekostet, wie sie heute sind. Und wir haben damals schon gesagt, Mensch, wenn wir Aufträge kriegen und wenn der Bedarf feststeht, dann müssen wir irgendwann mal Tests bekommen, wenn die frühzeitig bestellt werden, dass ein Test zwischen 1 und 2 Euro kostet. Und dann ist es, können wir das so machen, eine Zeit lang wie tägliches Zähneputzen. Aber wir können nur darauf hinweisen, auch in verschiedenen Kampagnen, wie wichtig der Amateursport ist. Aber der Herr Koch hat vorher ja die Zahlen gezeigt, wie viele Millionen im Normalbetrieb auf Plätze der Amateure gehen. Das sind übrigens mehr Zuschauer wie im gesamten Profibereich in die Stadien. Also dementsprechend ist Ihre Aufmerksamkeit noch nicht so groß. Und ich appelliere hier auch an die Medien, hier in Zukunft mehr Aufmerksamkeit hier dem großartigen Amateurfußball zu widmen. Herr Fritsch, Sie haben recht. Der Stellenwert des Amateursports, des Amateurfußballs bei der Politik ist im Moment nicht so groß, wie wir alle uns das wünschen würden. Ich glaube aber, in der Analyse, warum das so ist, sind wir gut beraten, die Frage an uns selber zu richten. Denn Politik reagiert auf Strömungen, auf Meinungen, auf Meinungsumfragen, auf Wahlergebnisse. Und es hat sich auch in den letzten Monaten gezeigt, dass Politik auch bereit war, im letzten Sommer, Sie haben Herrn Söder angesprochen, den bayerischen Ministerpräsidenten, auch auf entsprechende Meinungen aus der Sportwelt zu reagieren. Und zwar in dem Moment, wo Amateursport kampagnenfähig wird. Und deswegen sage ich in der Analyse, wir müssen genau diese Frage in erster Linie an uns selber richten, aber nicht nur an den DFB, nicht nur an die Landesverbände, sondern auch an all die Verantwortlichen in den Vereinsführungen und vor allen Dingen auch an all die Spielerinnen und Spieler. Wir müssen kampagnenfähig werden, wir müssen zusammenstehen, wir müssen gemeinsam auf unsere Wünsche, auf unsere Anliegen aufmerksam machen. Und wenn wir dies tun, dann passiert das, was Herr Keller eben auch noch einmal zitiert hat, nämlich, dass deutlich wird, wie viel wir sind. Wir sind nicht nur mehr Menschen an jedem Wochenende auf den Fußballplätzen als in den Bundesliga-Stadien. Wir sind 5 bis 6 Mal so viele. Wir sind 150.000 Fußballmannschaften in etwa, die an jedem Wochenende spielen wollen. Wir sind kurzum Millionen, viele Millionen Menschen, die sich natürlich auch alle für Profifußball interessieren, aber die mit dem Herzen für Amateurfußball stehen. Und das ist die zentrale Aufgabe, die auch wir als DFB haben, die wir in den Landesverbänden haben, genau dieses im Sinne unserer Vereine, unserer Spielerinnen und Spieler, unserer Mitglieder deutlich zu machen.
Wenn wir das herausstellen, dann werden wir zum einen auch mehr Unterstützung noch in der Politik bekommen, erreichen, dass Politiker nicht nur auf Jahreshauptversammlungen Wert legen auf gemeinsame Fotos mit den Vorständen oder den Hinweis, wie wichtig und wie anerkennenswert ehrenamtliche, gemeinnützige Arbeit ist. Nein, dann werden sie auch dazu kommen, zu erkennen, dass es notwendig ist, mehr denn je notwendig ist, ehrenamtliches, gemeinnütziges Engagement in unseren Amateurvereinen zu unterstützen, mitzuhelfen, dass Trainerinnen und Trainer trotz veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, trotz hoher Anforderungen, die sie im Beruf haben, trotzdem gerne bereit sind und in der Lage sind, sich für junge Menschen in den Vereinen zu engagieren. Und zu Ihrer zweiten Frage, was erwarten wir vom Profifußball in Sachen Unterstützung? Als allererstes erhoffe ich mir, dass das passiert, was in den letzten 12 Monaten der Amateurfußball in umgekehrter Richtung gemacht hat. Dass jetzt, wo der Amateurfußball große Anliegen hat, dass er ähnlich große Unterstützung durch den Profifußball erfährt, wie wir als Amateurfußball in den letzten 12 Monaten unsere Unterstützung dargetan haben, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, dass der Profifußball spielen darf in Zeiten, wo wir ja schlecht nicht erwarten konnten, als Amateurfußball spielen zu dürfen. Denn wenn Kinder nicht einmal in die Schule dürfen, wenn große Bereiche des gesellschaftlichen Lebens insgesamt geschlossen werden, wenn es zu Ausgangsbeschränkungen kommt, dann können wir natürlich nicht erwarten, dass wir auf die Fußballplätze zurück können. Aber jetzt ist es anders. Jetzt wollen wir gemeinsam auch Konzepte umsetzen, entwickeln. Und jetzt hoffen wir darauf, dass der Profifußball ein wenig Unterstützung auch uns zukommen lässt. Wir waren froh, dass der Fußball omnipräsent war. Und jetzt wollen wir noch omnipräsenter werden. Jetzt wollen wir nämlich nicht nur sichtbar im Fernsehen werden über Profifußball, sondern jetzt wollen wir zurück, vor allen Dingen auch ins Training und auf die Fußballplätze. Jetzt wollen wir wieder präsent werden in jedem Dorf. Jetzt wollen wir den Menschen auch wieder Lebensfreude ein Stück mehr durch Sportübung, Ausübung vor Ort zurückgeben. Daneben, und das will ich nur, um nicht missverstanden zu werden, natürlich auch noch mit anfügen, haben wir in den nächsten Jahren viele Fragen miteinander zu besprechen. Aber es geht mir nicht darum, Forderungen an den Profifußball zu stellen und dann eine öffentliche Debatte loszutreten, sondern ich setze darauf, dass wir gemeinsam machen, dass wir gemeinsam umsetzen, dass der Profifußball genauso wie der Amateurfußball realisiert, dass wir in einem gemeinsamen Boot sitzen, dass allerdings die Kindergärten des Fußballs, die Grundschulen des Fußballs, wie im sonstigen Leben auch, nicht in der Lage sind, selber die Einkünfte zu generieren, sondern wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass in späteren Altersgruppen mit Fußball, mit Profifußball viel Geld verdient werden kann. Und ich setze darauf, dass wir auch weiterhin in Solidarität zueinander stehen und dass deswegen offene Fragen wie etwa die Zahlung von Spielabgaben jetzt im Frühjahr und Sommer 2021 aufgrund von Bundesligaspielen, die ohne Zuschauer stattfinden, auch wieder gemeinschaftlich gelöst werden, so wie wir es in den letzten 12 Monaten getan haben. Ich setze darauf, dass wir gemeinsam Lösungen finden bei dem großen Projekt Zukunft Fußball, was wir gemeinsam uns vorgenommen haben, wo wir mitten in den Diskussionen sind, wo ich glaube, dass Amateurfußball und Profifußball gemeinsam gut zu Lösungen kommen können. Und es gäbe jetzt noch viele, viele andere Themen, wo der Amateurfußball natürlich Bitten und Forderungen an den Profifußball hat. Aber das ist nicht heute Thema in dieser Pressekonferenz und im Übrigen auch nicht der Weg, den ich anstrebe. Denn ich bin sehr guter Dinge, dass wir wie in den letzten Jahren auch viele Projekte gemeinsam auf den Weg bringen können von Amateurfußball und Profifußball. Und umso mehr werden wir das können, wenn der Amateurfußball geschlossen und kampagnenfähig sich aufstellt. Die nächste Frage, Anno Hecker von der FAZ. Vorletzte Frage. Ja, Herr Keller, Herr Koch, können Sie mich hören? Ja. Ja, prima, wunderbar, Dankeschön. Ich habe noch mal eine Frage zu der Umfrage, die sich ja vorwiegend mit Einschätzungen, Meinungen und Gefühlen beschäftigt hat und das alles sehr imposant ist. Aber ich habe ein paar Einschätzungsprobleme. Und zwar, wenn es darum geht, dass zum Beispiel 22% der Befragten sagen, dass es einen spürbaren Mitgliederverlust gegeben hat. Haben Sie denn konkrete Zahlen dazu? Können Sie uns sagen, wie viele Mitglieder die Vereine denn im Schnitt verloren haben? Denn das ist ja sehr wichtig, wenn man einschätzen will, wie krank der Patient ist. Aus anderen Sportarten wissen wir, dass es so bis 3-4% der Fall sein kann. Frankfurter Großverein zum Beispiel war das so. Ich glaube, auch Nordrhein-Westfalen gibt es die Zahlen. Wie sieht das im Fußball aus? Wenn wir aber diese Zahlen nicht haben, können wir ja eigentlich auch wirklich nicht sagen, wie sind eigentlich die Einkommensverhältnisse oder was ist wirklich an Einkommen verloren gegangen. Dankeschön.
Also die Zahlen sind natürlich bei 25.000 Vereinen im Moment nicht im Detail vorliegend. Was wir aber wissen, ist, dass je größer die Vereine, desto größer die Anzahl der Verluste im Mitgliederbereich. Das hat sicher etwas damit zu tun, je mehr ein Verein ausschließlich dienstleistungsorientiert ist, Dienstleister ist, je weniger Dienste in Anspruch genommen werden von den Mitgliedern, desto größer auch die Gefahr, dass diese Mitglieder austreten. Je ländlicher die Strukturen sind, je kleiner die Vereine sind, desto größer auch eine soziale Bindung des einzelnen Mitglieds an den Verein. Dies ist sicherlich eine Aussage, die getroffen werden kann. Nach meiner Einschätzung, und wir hatten ja im süddeutschen Bereich im Dezember schon einmal eine Umfrage, ist zweierlei festzustellen. Zum einen, die Sorgen in wirtschaftlicher, finanzieller Hinsicht nehmen zu. Die erste Umfrage, die wir im DFB vor längerer Zeit gemacht haben, im Vergleich zu den jetzigen, heutigen Zahlen, zeigt bereits auf, dass deutliche gravierende Unterschiede sind. Aber die süddeutsche Umfrage im Dezember letzten Jahres, die lag mit ihren Werten dazwischen. Von daher ist ein klarer Trend erkennbar. Die Sorgen, die wirtschaftlichen Sorgen nehmen zu. Und das hat nicht nur etwas zu tun mit den Einnahmen aus den Spielen direkt über die Eintrittsgelder von Zuschauern. Das hat sehr stark etwas damit zu tun, dass viele sonstige Einkünfte wegfallen. Und zwar jetzt vielfach bereits zum zweiten Mal drohen wegzufallen. Wir haben viele kleine Amateurvereine, die finanzieren sich durch Einnahmen rund um Winterturniere in der Halle. Wir haben viele kleine Amateurvereine, die finanzieren sich in erheblichem Maße durch Feste an Ostern, an Pfingsten, in den Sommerzeiten, durch vielleicht auch Volksfeste auf ihren Geländen. Wir haben sehr viele kleine Amateurvereine, die finanzieren sich vor allen Dingen auch sehr stark über Einnahmen aus dem Betrieb ihrer Vereinsgaststätten, aus der Verpachtung oder aus dem Eigenbetrieb. Dies kommt nun alles zusammen. Und dadurch, dass wir im Jahr 2021 jetzt vielfach in eine Wiederholung der Problemlagen hineinkommen, deswegen nehmen die wirtschaftlichen Sorgen zu. Und deswegen sind diese Aussagen aussagekräftig, wenngleich ich Ihnen, Herr Hecker, natürlich recht geben muss, wir müssen noch präziser werden, wir müssen noch genauere Abfragen machen. Wir haben aus einigen Landessportbünden auch Ergebnisse. Da zeigt sich, dass andere Sportarten noch viel, viel stärker betroffen sind als wir im Fußball. Das sollte uns aber nicht zufriedenstellen, sondern sollte uns trotzdem auffordern, dass wir uns Gedanken machen können, wie können wir jedem Mitgliederverlust entgegenwirken. Denn jedes einzelne Mitglied, das verloren geht, ist nicht nur ein Beitragszahler weniger, sondern vor allen Dingen auch ein wertvolles Mitglied der sozialen Vereinsgemeinschaft weniger. Ja, vielleicht darf ich da auch noch kurz ergänzen, weil Sie ja danach gefragt haben, welche Größenordnungen spielen hier eine Rolle. Also die große Mehrheit der 22%, die hier angegeben hat, einen spürbaren Verlust der Mitglieder zu erleben, gibt es an mit 11 bis 20 Mitglieder, die ungefähr verloren wurden jetzt seit der Lockdown-Phase. Ansonsten nochmal ein relativ großer Prozentsatz zwischen 20 und 30. Das sind so die Größenordnung, von denen wir auch dann ausgehen an der Stelle. Also zwischen 10 und 30 Mitglieder haben die Vereine so schätzungsweise verloren, könnte man jetzt hier an der Stelle festhalten. Vielleicht aber auch noch ein bisschen zur Einschätzung dieser Zahlen. Die Mitgliedsbeiträge sind nicht die Beiträge oder die verloren gegangenen Mitgliedsbeiträge sind nicht die Punkte, die den Vereinen Sorge bereiten, was die finanzielle Situation angeht. Das hatten wir auch abgefragt und dort zeigen die Vereine uns eben ganz klar, dass nicht hier das Problem liegt, sondern durchaus an anderen Stellen, wie vorhin schon erwähnt, eben beispielsweise im Verlust durch die Einnahmen im Vereinsheim etc. Da fehlt es dann einfach an den Einnahmequellen. Aber das vielleicht zur Einordnung der Zahlen. 10 bis 30 Mitglieder wohlgemerkt und auf keinen Fall 10-30% Mitglieder, sondern absolute Zahlen. Die letzte Frage kommt von Marian Laske von Funke Sport. Ja, hallo in die Runde. Herr Keller, ich habe noch mal eine Frage zu den Tests. Sie haben gesagt, Sie stellen die Infrastruktur. Heißt das, ein Verein soll dann je nach Mitgliederzahl eine bestimmte Anzahl an Tests bekommen und diese durchführen? Und könnte es auch sein, oder ist es ein Gedankenmodell, dass man irgendwann sagt, mit einem Test, der 24 Stunden alt ist und negativ ist, darf man ein Punktspiel antreten oder ähnliches?
Ja, das ist alles möglich, aber hier ist auch wieder der Gesetzgeber gefragt. Aber Fakt ist, wir haben ja von einem Jahr schon mal zwei Testdurchgänge gemacht, ja. Und so viele Tests wie möglich. Und ich glaube, das ist den Vereinen auch möglich, nicht nur die Spielerinnen und Spieler und Trainer zu testen, sondern auch das Umfeld. Und der Fußball hat über 7 Millionen Mitglieder. Und wenn wir von denen den Großteil testen und das öfters machen können, dann haben wir einfach die größte Abdeckung und dann können wir auch irgendwann mal spielen. Und natürlich, in manchen Ländern gibt es schon den grünen Pass und die EU denkt auch darüber nach, einen Pass, wo die Impfungen und die Tests eingetragen werden können. Und wir haben schon von Anfang an eben eine App entwickelt mit unserem Ticketdienstleister, der dann sagt, okay, Test oder Impfung und dann hast du praktisch die Bordkarte, um da reinzukommen. Das könnte in Zukunft, in naher Zukunft, ich glaube, wir müssen auch in Szenarien und positiv in die Zukunft denken, um dem, was uns angeboten wird, das werden wir umsetzen. Danke. Ja, 90 Minuten Amateurfußball haben wir noch nicht. Aber es waren immerhin 75 Minuten, die sich um den Amateurfußball gedreht haben. Vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für das hohe Interesse am Amateurfußball, das sich hoffentlich in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren weiter fortsetzt. Wir als DFB können allen nur zurufen, wir freuen uns und sehen den Tag herbei, an dem der Ball überall wieder richtig rollen kann. Wir können allen nur zurufen, lasst eure Kids dann gerne an die frische Luft und kicken, denn Amateurfußball ist die schönste Nebensache der Welt und für viele ist sie sogar eine Hauptsache. Dankeschön. Und mit diesen Worten melden wir uns jetzt wieder zurück aus Leipzig, kurz weg von Frankfurt am Main, wo ja wir jetzt einiges gehört haben zu der Situation im Amateurfußball. Der Amateurfußball, der wird vermisst von Trainern, von Spielern und von so vielen anderen auch. Und es soll ja auch zurückgehen, heute schon für Kinder zum Beispiel, aber der DFB, der will natürlich mehr und wir wollen sprechen gleich mit Hermann Winkler. Der wartet jetzt schon lange auf uns, der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes und des Nordostdeutschen Fußballverbandes. Und jetzt sehe ich ihn auch in Frankfurt am Main. Er testet noch kurz, ob er uns hört. Hermann Winkler, hören Sie uns? Schöne Grüße nach Frankfurt am Main. Bisher scheint es nicht zu klappen, oder Herr Winkler? Hallo, ich höre Sie so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht ist nicht gut. Dann probieren wir hier nochmal die Verbindung aufrecht zu erhalten. Und wir können uns aber und Ihnen noch einmal unsere App natürlich, wo wir auch gerade zu sehen sind, ans Herz legen. Und zwar kurzer Blick, kurze Aktualisierung. Und wir klicken hier mal auf die DFB-Umfrage. Wir haben ganz viel gehört, was da gerade in Frankfurt am Main beschlossen wurde. Und hier sehen Sie die Ergebnisse auch nochmal auf einen Blick. Und wir würden natürlich gerne gleich auch hören, was Hermann Winkler uns zu sagen hat. Also 98%, das ist ja schon mal eine enorme Zahl, die den Amateurfußball vermissen. Das ist aber natürlich eine Zahl, die wir uns auch nicht anders erwartet haben. Und wir prüfen jetzt hier nochmal die Verbindung und melden uns dann gleich zurück. Die Grüße aus Leipzig, die lassen wir Ihnen dann jetzt nochmal da und entschuldigen uns bei Ihnen und bei den Zuschauern für die technischen Störungen. Wir lassen den Hermann Winkler aber natürlich nicht allein, nehmen natürlich noch ein Tönchen aus von ihm und würden Ihnen das dann zeigen in den MDR Aktuell-Sendungen, wo wir dann natürlich auch nochmal über die Ergebnisse aus der Umfrage über den Amateurfußball berichten. Wir würden uns dann freuen, wenn Sie einschalten um 17.45 Uhr das erste Mal heute bei MDR Aktuell und vertrösten Sie dann auf diese Zeit und sagen nochmal Entschuldigung und einen schönen sonnigen Tag. Die Sonne ist ja zum Glück da, auch wenn der Ton heute nicht klappte.